Was? Sie haben sich im Schlafwagen den Rücken verrenkt? Ja, und natürlich war es in der Ukraine laut. Da ist Krieg, Herr Merz. Sie sehen ja, hier ist der Teufel los. Also bis vor ein paar Wochen habe ich den Laden noch ganz alleine geschmissen. Danke, Opa. Mensch, Mama, geh doch mal ans Telefon. Mein Sohn hat sonst immer in seinem Reisebüro nur die Flüge für die Klitschkos gebucht. Familienticket im Sonderangebot, weil die so groß sind. Zwei zum Preis von zwei. Ja, ohne meine Mutter und meinen Opa. So habe ich mir meine Rente aber nicht vorgestellt. Wäre ich völlig aufgeschmissen. Unglaublich, wer gerade alles nach Kiew reist. Sean Penn. Angelina Jolie. Der polnische Präsident Duda. Nancy Pelosi. Ja, also es ist schon in dritter Generation und ich habe meine Ausstellung... Steinmeier bittet um Rückruf wegen der Erstattung seiner ersten Reise. Tja, greift nur leider nicht bei Eigenverschulden. Die First Lady von Amerika. Ursula von der Leyen. Karl Nehammer. Charles Michel. Boris Johnson. Können wir jetzt eigentlich die reservierte Reise vom Scholz freigeben? Der hat sich noch nicht entschieden. Leberwurstbrot? Ja, zum Glück konnten wir die Baerbock jetzt so kurzfristig noch verarzten. Aber was ist denn nur mit Steinmeier? Ja, weiß ich auch nicht. Steinmeier und Scholz ist ja ein ewiges Hin und Her. Aber die Einladung zum Weltkriegsende von Zelensky haben sie ausgeschlagen. Das ist doch unhöflich. Kanadas Premier Trudeau. Bärbel Baas. Bono mit U2. Habeck und Lindner. Boris Becker. Ach nee, der kann ja nicht. Hey. Hier ist eine Anfrage von der CIA für eine mögliche Biden-Reise. Gefahrenbewertung, Sicherheitscheck? Nee, die wollen wissen, ob das 9-Euro-Ticket auch ab Ramstein gilt. Bis Kiew? Nee, bis Sylt. Guten Tag. Mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und extra dabei zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.